Hallo, ihr lieben Leserinnen und herzlich willkommen zu dieser etwas kürzeren Buchvorstellung. Diesmal geht es um Moses in Ägypten von Lynn Reed Banks. Ein Buch, das ich aus dem Secondhand-Laden mitgenommen hatte, weil ich mich fürs alte Ägypten interessiere. Und es ist schwer, da irgendwelche Romane in der Richtung zu finden, die jetzt nicht in eine große Reihe ausarten. Abgeschlossene Romane sind sehr schwer zu finden. Und deswegen hatte ich dieses kleine Buch dort mitgenommen, in der Hoffnung, dass es mir vielleicht gefallen könnte. Habt ihr später gemerkt, dass das Buch basiert auf Der Prinz von Ägypten. Dabei handelt es sich um einen Trickfilm. Hier in der Mitte des Buchs sind mehrere Ausschnitte aus dem Trickfilm mit reingemacht worden. Und das hatte ich im Coming Soon Video, glaube ich, auch schon gesagt, dass es sein kann, dass es ein Filmbuch ist. Aber es ist nicht ganz so wie bei den anderen Filmbüchern. Ich glaube, ein oder zwei davon hatte ich vorgestellt, Road to Perdition, glaube ich, und Independence Day, wo es ja so war, dass tatsächlich nur wiedergegeben wurde, was man im Film auch sieht. Also es wurde da nicht so auf die Gefühle der Charaktere eingegangen. Und wenn das Buch so gewesen wäre, dann hätte ich es nicht vorgestellt, weil ich den Sinn daran ehrlich gesagt nicht ganz verstehe, wieso man da ein Buch draus macht. Bei Moses in Ägypten war es aber ein bisschen anders. Das Buch basiert sowohl auf dem Trickfilm als auch auf der Bibelgeschichte selbst. Und Lynn Reed Banks hat versucht, die Gefühle der Protagonisten wiederzugeben, sodass man tatsächlich nicht das Gefühl hat, ein Filmbuch zu lesen, sondern einen abgeschlossenen Roman. Inwieweit das jetzt sich an dem Trickfilm orientiert, weiß ich nicht, weil ich kenne ihn ehrlich gesagt nicht. Ich kenne die Bibelgeschichte, aber ansonsten nicht wirklich. Also in Moses in Ägypten geht es natürlich, wie der Titel schon sagt, um Moses, der als Kleinkind von seiner Mutter in einen Binsenkorb gesteckt wird. Dieser Korb wird dann auf dem Nil treiben gelassen. Die Mutter geht dann weg und die Schwester geht hinterher und schaut, ob es dem Korb und dem Bruder sozusagen noch gut geht. Weil es im Nil auch Alligatoren oder Krokodile oder sowas gibt. Und da kann einiges passieren. Er wurde ausgesetzt, weil es zu der Zeit wohl so war, dass der Pharao beschlossen hat, dass die hebräischen Sklaven keinen männlichen Nachwuchs mehr bekommen sollen. Die sollten sich nicht so weit ausbreiten, dass sie irgendwann die ägyptische Herrschaft gefährden könnten. Und deswegen hat die Mutter dann eben beschlossen, dass sie für Moses ein anderes Leben möchte und hat sein Schicksal sozusagen dem Nil übergeben. Moses landet dann tatsächlich im Pharao-Hof. Sagt man das so? Ich war jetzt bei Königshof. Auf jeden Fall landet er dort in den Armen der Frau des Pharaos, die auch zu der Zeit gerade ein Kleinkind hat, und zwar den Ramses. Und Ramses und Moses wachsen zusammen dort auf, werden auch beide als Prinzen aufgezogen, bis Moses eben irgendwann dann später erfährt, dass er ein Findelkind ist und eigentlich auch kein Prinz von Ägypten. Was Moses natürlich sehr aus der Bahn wirft. Er begibt sich dann in die Wüste und trifft dort auf einen Nomadenstamm, wo er auch viele Jahre bleibt, bis er dann irgendwann Gottes Rufen erhört und Gott ihm aufträgt, das hebräische Volk aus der Sklaverei zu befreien. So, das ist so das, worum es in dem Buch geht. Und wie gesagt, ich wollte es jetzt nicht allzu lange, es gibt da nicht so viel zu erzählen. Das Buch hat nur 124 Seiten. Das ist was man mal so ein bisschen zwischenschieben kann. Die Ausschnitte aus dem Trickfilm sind ganz nett. Ich habe das Gefühl gehabt, es ist ein sehr alter Film. Also, ich weiß nicht, es sieht so ein bisschen verschwommen aus. Das hat man öfter so bei älteren Trickfilmen. Ne? Das Buch ist von 1998, die englische Ausgabe, die deutsche Ausgabe ist von 1999, also ist schon ein bisschen älter, ja. Und der Film erschien auch
1998. Genau. Meine Ausgabe ist aus dem Goldmann Verlag. Und ich habe dafür nur 1 Euro bezahlt. Normalerweise kostete es mal 12 D-Mark. Aber weil es, wie gesagt, aus dem Secondhand-Laden ist, da kosten alle Bücher zwischen 1 Euro und 2,50 Euro, glaube ich. Mehr habe ich noch nie für ein Buch bezahlt. Ja, ich hatte das Buch, wie gesagt, eigentlich eher mitgenommen, um so ein bisschen im alten Ägypten zu schwelgen, was auch ganz gut rübergebracht wurde, würde ich sagen, von der Autorin. Man hatte, wie gesagt, nicht das Gefühl, dass es sich dabei um ein Buch handelt, was auf einem Trickfilm basiert. Und deswegen, muss ich sagen, hatte ich es doch sehr genossen, bin ich ganz ehrlich. Hat mir gut gefallen. Es ist was, was man schön mal dazwischen schieben kann. Und ja. Ich würde sagen, das war's schon. Genau. Wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche bei der nächsten Buchvorstellung. Bis dann.